So, jetzt nochmal zu dem Thema quadratische Ergänzung, mal ein bisschen ausführlich, was dahinter steckt und wie das wirklich funktioniert. Wir haben hier die sogenannte Normalform x plus 2xy plus y Quadrat und vielleicht noch was dahinter, was dann die ganze quadratische Ergänzung so darstellt. Dann haben wir, jetzt kommt der zweite Haken, die Scheitelpunktsform, wo man ja hier den Scheitelpunkt ablesen kann, in Zahlen, ne? Also einfach bei quadratischen Funktionen in dem entsprechenden Videos in der Playlist gucken. So, und wenn jetzt zum Beispiel, und das ist ja das Überführen von der einen in die andere, das ist ja immer das Schwierige, die quadratische Ergänzung zu finden. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, das ganz, sagen wir mal, locker mit Hinschreiben zu tun. Ich habe es ja schon in dem Kurzvideo erklärt, hier, das sind eigentlich bloß ne, 1, 2, 3 Zeilen. Ne? Oder gut, 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen, aber kurze Zeilen. Und das kann man dann später auch im Kopf, wenn man das einmal begriffen hat. Gut, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, es steht da boah, x Quadrat. Man kann beliebige Zahlen nehmen. Plus 10x plus 26. Und das, ja, das ist die Normalform. Wir möchten aber gerne in die Scheitelpunktsform überführen. Was macht man? Ja, dann schreibt man das so hin. Das entspricht ja der sogenannten Normalform. Und die ist, jetzt gucken wir nochmal, wie heißt die? Ja, die sieht so aus. Nur mit Buchstaben, nur mit Variablen. Also schreibe ich hin, okay, das ist x Quadrat plus 2xy plus y Quadrat plus dieses blöde z, was wir immer gerne suchen, was ja hier drin irgendwie versteckt ist mit. So. Bei dem Ding ist es noch leicht, deswegen zeige ich es auch an diesem leichten Beispiel und dann sage ich, okay, jetzt bin ich ganz cool und sage, ich mache es mal ganz ausführlich. Ich ziehe auf beiden Seiten x Quadrat ab. Ne? Auf beiden Seiten habe ich es. Also ergibt sich in der nächsten Zeile 10x plus 26 ist dann gleich 2xy plus y Quadrat plus z. Hinschreiben tut nicht weh. So. Jetzt sage ich, ich teile mir die ganze Sache auf. Da hier in beiden Seiten ein x drin ist, kann ich Folgendes machen. Ich sage, diesen Teil und diesen Teil, den setze ich als Extragleichung gleich. Also steht hier 10x ist gleich 2xy. So, wenn ich jetzt durch x teile, ich mache es mal schrittweise, dann entsteht hier bloß noch 10 ist gleich 2y. Naja, jetzt nochmal durch 2 teilen, das macht man später in einem Schritt. Dann steht hier 5 ist gleich y. Also habe ich schon mal einen Teil, nämlich das echte y. Und das y Quadrat habe ich demzufolge auch. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich unterstreiche mal in dieser Farbe. Das ist das alles hier. Den ersten Teil haben wir rausgenommen aus der Gleichung und jetzt kommt der zweite Teil. So, und wenn ich das jetzt noch hinschreibe und sage, okay, dann ist 26 gleich y Quadrat plus z. Ich sage, okay, 26 ist gleich. Und jetzt bilde ich das Quadrat von y, denn das habe ich ja. Das ist 25 plus z. Und jetzt wird es leicht. Wenn ich minus 25 auf beiden Seiten nehme, steht 1 ist gleich z. So, jetzt habe ich die Variablen. Jetzt probieren wir mal, ob das funktioniert. Jetzt sage ich, okay, in diesem Fall möchte ich jetzt einfach die Scheitelpunktsform haben. Die Scheitelpunktsform und die nochmal hier oben drauf verwiesen. Und die heißt ja diese Klammerform, ne? Und jetzt sage ich, okay, jetzt kommt Klammer auf, abschreiben, jetzt das x abschreiben, das x auf beiden Seiten, das habe ich auch rausgeschmissen, aber es bleibt trotzdem ein x. Jetzt gucke ich und sage, okay, plus y und y ist 5, in Klammern zum Quadrat schreibe ich wieder ab. Und dann gucke ich, und dann muss hier hinten noch plus 1 stehen. Plus z, ne? Z ist 1. Das geht auch mit negativen Zahlen, werde ich dann nochmal zeigen. So, da hätten wir das. Und jetzt mache ich zur Probe nochmal die Normalform daraus, indem ich die da einfach darunter schreibe, indem ich das hier wieder ausmultipliziere. Nach den üblichen Regeln, wie man die erste bzw. zweite binomische Formel anwendet. Also sage ich, okay, das ist x Quadrat, 2 mal 5 ist 10, plus 10x plus 25 und 1 ist 26. Und gucke, jawohl, hier, das hier ist gleich dem. Na prima, haben wir es geschafft. Ja, das war jetzt ein bisschen hässlich. So, ist vielleicht schöner. Gut, jetzt mache ich als nächstes ein Beispiel und sage, ihr probiert das dann mal aus und dann machen wir Pause. Also, kleinen Moment, ich mache mal Pause, ich schreibe das Beispiel hin. Ach nö,
Kann ich eigentlich auch gleich. Da fällt mir folgendes Beispiel ein. Nehmen wir mal an. X Quadrat plus, was nehmen wir denn? 8x. Und jetzt nicht plus 64, sondern einfach plus 18. Und das soll ich dann in und so weiter überführen. Aber das schreiben wir ja nicht so hin. Wir machen jetzt Pause und ihr schreibt das nochmal nach der Form hier, nach dieser Form. Das schreibt ihr nochmal dahinter. Obwohl, das kann ich jetzt auch noch machen. Ne? Das ist. Nee, ich mache Pause, ihr macht es auch. Und wenn wir dann alles gelöst haben, dann melde ich mich wieder. Drückt die Pause-Taste zu Hause, schreibt das Beispiel auf. So, weiter geht's. Jetzt angucken. Ich habe das also so hingeschrieben. Ich hätte es ja beinahe schon vorgesagt. Ziehe auf beiden Seiten das x² ab. Das kann man später durch Streichen erledigen. Dann bleibt das übrig. Vergleicht das mit eurem, was ihr zu Hause gemacht habt. Jetzt gucken wir. Jetzt splitten wir auf den ersten Teil. Hier steckt eine 2 und ein x und ein y drin. Also setzen wir diesen Teil gleich. 8x ist gleich das. Teil durch 2x. Und gleich nicht erst durch x und durch 2, sondern gleich auf einen Schlag. Und dann habe ich 4 ist y. Wenn ich y weiß, kann ich das hier statt das, bevor ich hier hinschreibe, y Quadrat, ne? Das ist ja die 16. Also das muss ich nicht nochmal hinschreiben, da kann ich mir eine Zeile sparen. Also ist 18, ne, was übrig bleibt, hier was nicht unterstrichen ist, ist ja gleich y Quadrat plus z, also 16 plus z, ich ziehe das ab und habe das raus. Und jetzt setze ich bloß noch eine Scheitelpunktform ein, die ja so entsprechend lautet. Und sage, okay, hier kommt das y hin, hier kommt das z hin. So. Und jetzt machen wir noch die Probe. Das heißt, die Normalform, die schreiben wir auch nochmal hin, indem wir das ausprobieren, ob das richtig war. X Quadrat plus 2 mal 4 ist 8 mal x ist x. Und jetzt kommt plus 16. 16 plus 2 ist plus 18. Gucken wir mal. Jawohl, hat funktioniert. Nächstes Beispiel. Mal zeigen, dass das auch. Ja, ich möchte mal zeigen, dass das auch mit was Verrücktem geht. Und zwar, nehmen wir mal an, obwohl das jeder fast im Kopf kann. Es steht da, ja, machen wir es mal so. X Quadrat minus 9x und jetzt nichts. Und das kann man eigentlich ganz leicht ergänzen, ist meine Normalform, die ich in die Scheitelpunktform und so weiter übersetzen möchte. Aber das wollen wir ja richtig machen. Das heißt, ihr schreibt jetzt die Gleichung ab. Ich drücke die Pause-Taste, ihr zu Hause auch. Und ja, dann werden wir mal sehen, was wir rausgekriegt haben. Na, habt das genauso? Also. Jetzt kommt ein bisschen was Überraschendes. Ne? Gucken wir mal. Die Scheitelpunktform heißt x minus 9 halbe in Klammern zum Quadrat minus 81 Viertel. Ganz stur. Ne? Z ist minus 81 Viertel. Einfach dahinter schreiben. Da ich ja plus z dahinter schreibe, plus minus 81 Viertel ist gleich minus 81 Viertel. So, wenn ich das jetzt als Probe wieder in die Normalform überführe, kriege ich ganz normal x Quadrat hier diesen, warte mal, diesen ersten Kram hier. Das hier. Ist ja wieder ausmultipliziert, beziehungsweise per binomischer Formel, per Anwendung, ist das ja das wieder. So, ja. Und was ist passiert? Das habe ich hingeschrieben. Die 81 Viertel, die Negativen kommen dahinter. Und da die sich aber aufheben, ist die echte Normalform wieder genau das, was wir eigentlich auch hatten. Na, das hier hinten wird ja 0. Das entfällt ja. So. Also hat das auch damit funktioniert. Und es hat auch mit negativen Zahlen funktioniert. Wir können das mit Brüchen, mit Wurzeln oder sonst was machen. Das würde aber das Video sprengen. Ihr könnt das dann selber ausprobieren. Nee, eins noch. Kleinen Moment, ich mache mal eine kurze Pause und schreibe noch was hin. Und ihr könnt noch eine ganz scharfe Übungsaufgabe machen und ich sage dann ohne große Kommentare, was hätte herauskommen müssen. Nee, wir haben uns doch entschlossen, macht mal die hier. Die ist auch nicht weiter schwer und zum Schluss können wir nochmal die Schwere machen. Also, jetzt Pause-Taste drücken, abschreiben den Kram und dann sehen wir uns danach wieder. Ah, hier, ohne große Erklärung. Ne? Ich spare mir hier mittlerweile auf beiden Seiten minus x² zu nehmen und dann ist der Rest eigentlich nur noch leicht. So, ich mache nochmal kurze Pause, schreibt noch das. Nee, kann ich auch so machen. Schreibt noch das letzte Video hin zum Üben. Ach, die letzte.
Normalform und die ist dann wieder umzuwandeln. Also die könnte mal heißen x Quadrat minus, jetzt nehmen wir es mal mit Bruch, ist auch nicht schlimm, wie man damit umgeht, einfach nochmal in den Kanälen gucken und die bitte umwandeln. Pause-Taste drücken, zu Hause selber machen und dann sehen wir uns wieder. So, gucken. Übliche Schreiberei, zack, zack, aufgeteilt. Hier gibt es nochmal eine Kleinigkeit mit Brüchen umgehen, wie man das macht. Bitte nochmal in den anderen Videos gucken. Ich muss ja minus ein Vierundsechzigstel nehmen. Da ich hier eine 3 Ganze habe, nochmal schnell erklärt: 3 Ganze kann ich auch als 3 Eintel schreiben. Wenn ich 3 Eintel aber erweitern will auf 64stel, nehme ich unten mal 64, oben mal 64 und das ist dann aufgelöst. 192 kann man leicht ausrechnen und hier unten natürlich 64stel. Daher kommt das. Von den 192 habe ich ein 64stel abgezogen, also bleibt 191 64stel. Scheitelpunktform haben wir. Wenn ich dann zur Probe nochmal die Sache ausmultipliziere, kommt ja hier hinten ein Achtel mal ein Achtel, Minus mal Minus ist Plus, ein 64stel raus. Wenn ich es wieder zusammenzähle, ja, dann habe ich es. Juhu! Leute, übt schön. Mal sehen, ich werde dann hier noch ein paar Verweise hinfügen, die dazu passen. Quadratische Gleichungen und so weiter und so fort. Wird dann noch Verweise dazu geben, wie ihr weiterkommt und schön üben könnt. Wer es dann kann, der freut sich meistens. Bis jetzt war es immer so. Also, viel Freude.